Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich euch das Quatch Master Rodpod vor. Das habe ich jetzt auf Amazon gekauft. Es gibt es bestimmt auch woanders noch. Ehrlich gesagt habe ich vor der Firma noch nie was gehört, aber ich fand, das war für 77,99 € sowas jetzt im Internet. Ich habe es für 75,99 € gekauft. Also das ist eigentlich immer zwischen 70 und 80 Euro. Fand ich das Beste. Es gibt auch noch welche für 30 Euro, aber das ist dann so ganz dünne Stangen, das würde ich euch wirklich nicht empfehlen. Oder ihr kauft euch halt was ganz Teures, aber ich habe halt ich würde dafür nicht so viel Geld ausgeben. So, dann packen wir das gleich einfach einmal zusammen aus und bauen das auf. Aber das seht ihr natürlich nach dem Intro. So, jetzt habt ihr eure Tasche hier vorliegen, das ist in einem Paket und dann habt ihr erstmal diese ganze Tasche, wo das ganze Zeugs drin ist. Ich habe schon natürlich schon einmal aufgebaut. Ich mache das Video ja auch, weil ich einfach, mich hat es aufgeregt, dass es im deutschsprachigen Bereich kein Video dazu gibt. Deswegen mache ich dazu eins. Ihr bekommt die Tasche so, es kann jetzt sein, dass ich es ein bisschen anders einsortiert habe. Auf jeden Fall ist die Tasche in drei Taschen aufgeteilt. Einmal die hier große, wo das ganze Gestell drin ist. Dann hier noch eine mit so ein paar Stangen. Und hier die Bissanzeiger. Die Bissanzeiger kann ich mal auspacken. Natürlich kann man da nichts für erwarten, nicht sowas erwarten wie für so ein, 100 € oder 50 € Dingen. Aber ich finde, die funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt den Ton zeigen muss, das ist eigentlich unnötig. Sind auf jeden Fall laut genug, was ist ja eigentlich jeder Bissanzeiger. Das sind die Bissanzeiger, da habt ihr natürlich drei von. Batterien sind auch dabei. Aber das soll jetzt auch keine Werbung nur für die Firma sein. Ich will euch das einfach empfehlen, weil ich einfach im deutschsprachigen Raum nichts gefunden habe, wo man das hier sehen kann. Warum so hier so ein Plastikfetzen ist, weiß ich auch nicht. So, dann diese Tasche. Habt ihr eigentlich schon mal was von der Firma Quatch oder Kroch oder wie man die auch ausspricht gehört? Ich nicht, schreibt das gerne in meine Kommentare. Hier sind die Füße drin. Ich war damit jetzt noch nicht los, deswegen sind die auch noch nicht dreckig. Hier ist auch noch irgendwie was drin. So, das hier, da habe ich mich auch erst gefragt, was soll das sein? Das zeige ich euch gleich. Das ist quasi das gleiche wie das hier. Aber ich finde dieses Ding zum Router aufstellen, es ist ein bisschen dünn. Und ja, ich finde es nicht so mega, aber da kannst du eigentlich auch andere Dinger draufschrauben. Aber so, ja, ihr habt es dann wahrscheinlich auch in der Hand und denkt euch auch, das ist ganz schön klein. Hier sind die Swinger, so heißen die ja. Wenn der Fisch zu euch schwimmt, schlagen die Alarm. Hier ist nochmal so eine Stelze. Müssten eigentlich vier sein, ja. Und noch eine Tüte. So, und dann das große Hauptfach. Ich muss mal eben mein Handy wegpacken mit dem Ton. Das große Hauptfach ist dann das Dingen hier, das große drin. Ihr seht auch, das ist jetzt keine billig Mini-Eisenstange. Das ist schon was, was auch nach meiner Meinung nach ziemlich vertrauenswürdig aussieht. Weg damit. So, dann habt ihr erstmal hier euer Gestell. So. Liegt alles jetzt. Warte, ich mach mal eben kurz ein Foto fürs Thumbnail. Gut, dann habt ihr euer Gestell, alles hier parat liegen. Dann nehmt ihr euch das große und ihr seht, die Beine klappen sich ja von alleine schon aus. Ihr könnt die jetzt einfach so drehen und ranschrauben. Dann hält das. Aber ihr irgendwann hier dreht, ihr könnt es auch immer weiter schrauben, es bringt nichts mehr. Ne? Dann nehmt ihr das andere und macht das gleiche. Ich glaube, wir machen eben schnell eine Timelapse rein, weil das kriegt ihr, glaube ich, auch alleine hin. So, fertig. Ich hoffe, das passt jetzt hier noch drauf. Ja, das passt sogar so gerade. So gerade nicht. Muss aber jetzt. Ihr könnt die Beine auch noch ausfahren hier, zack, zack, so lang. Wenn ihr an einer schrägen fischt, könnt ihr das natürlich hier so machen. Es darf natürlich auch nicht zu schräg sein,
aber das ist halt auch irgendwann bei jedem Rod-Pod begrenzt. So, jetzt kommt das, wo ich mich auch gefragt habe, was muss ich da jetzt tun? So, ihr habt jetzt eure Dinger, wo die Bissanzeige draufkommt und dieses komische Dingen hier, was ihr auch übrigens verstellen könnt und mit der Schraube hier unten. So bringt es nicht so viel, so bringt es vielleicht etwas mehr. Und ihr könnt diesen ganzen Kameraden noch auf so eine Länge ungefähr einfallen, aber ich weiß nicht, das ist so ein bisschen dann auch nicht mehr so stabil. Ich würde den schon so maximal oder so. Ich habe jetzt auch noch, wie gesagt, noch nicht damit gefischt. Das ist auch mein allererstes Rodpod. So. Und wie gesagt, ich erkläre euch jetzt nur, wie ihr das aufbauen zu habt. Weil es im Deutschen einfach kein Video dazu gibt, was mich extremst gestört hat. Deswegen machen wir das jetzt einfach. So, jetzt habt ihr eure Füße. Oder ich nenne es jetzt einfach mal hier diese Füße, diese Stelzen. Die könnt ihr so machen, die könnt ihr so machen. Je nachdem, wie hoch ihr das hier später haben wollt. Oder eure Routenauflage, so heißt es ja. Ich mache es jetzt einfach mal so, irgendwie so. So einen halben Finger. Und dann das nächste. Das macht dann halt bei allen. Können wir auch eben wieder eine Timelapse machen. So, wenn ihr das jetzt erledigt habt, ich habe da jetzt einfach, wie gesagt, dieses Fingermaß genommen, irgendwie hier, so Finger bis hier. Oder nehmt euch einen Zollstock, es muss jetzt auch nicht ganz genau sein. So, den einen könnt ihr, ja, sorry dafür, den müsst ihr jetzt einmal nochmal wieder ein bisschen verschieben. Jetzt dreht ihr, oder nehmt euch ihr euch diesen Dings für die Routenauflage und dreht ihn hier so drauf. Es muss ein bisschen so gezuppelt werden. Immer schön auf einer Höhe bleiben, damit er das packt. So, und dann könnt ihr den hier so drauf drehen. So, spaßig, das andere ist nicht mehr so, ja, das ist ein bisschen doof anzupacken. Dann dreht ihr den anderen von unten einfach hier so drauf. Und das macht dann einfach vorne genauso. Und da gibt es auch wieder eine Timelapse, ziemlich viel Timelapse heute. So, ups, ist ein bisschen doof mit dem Tisch. Wir könnten es so draufstellen. Ich weiß nicht, ob ihr da noch alles super seht. Ich hoffe es mal. So, jetzt habt ihr, wie gesagt, dieses Ding und ihr habt dieses Ding. Vielleicht habt ihr dieses noch nie gesehen, so wie ich. Jetzt guckt ihr, wo ist hinten? Wo wollt ihr hinten haben? Ich empfehle euch die Seite hinten, wo ihr nicht dieses Ding hier zum Verstellen habt. Das würde ich nicht nach hinten machen. Ich weiß nicht, einfach aus Gefühl. Eben wieder festdrehen. Jetzt habt ihr, wie gesagt, diese Wahl zwischen diesen beiden Dingern. Ist quasi das gleiche. Das eine macht ihr da hier so drauf. So. Dann habt ihr quasi hier eure Route, die ihr dann, ich habe jetzt keine Route, die könnt ihr dann quasi hier so reinstecken und hier den Bissanzeiger draufschrauben. Na, also fest steht, hier kommt auf jeden Fall die Bissanzeige drauf, hier könnt ihr euch aussuchen. Also wenn ihr eine kurze Route habt, dann könnt ihr die hier so hinten einfach so reinstellen. Und wenn ihr eine lange habt, könnt ihr so ein Ding da draufschrauben, aber davon bin ich wirklich noch nicht so ganz überzeugt. Ja, überlegt euch das, das ist natürlich eure Entscheidung. Könnt eigentlich auch eine längere Route nehmen. Die würde dann halt ein bisschen mehr aufs Wasser gehen, aber ich habe es noch nie gesehen. Gut, dann machen wir hier einfach mal den drauf, dann haben wir beides einmal verbaut. Aufs andere machen wir wieder den drauf, dann sieht das symmetrisch aus irgendwie. Oder den. Muss auch nicht zu fest. Natürlich ist das doof, dann ist er so ein bisschen
Ah, warte, gute Idee ist, das so ein bisschen lockerer. Nee, ich hatte gerade eine Idee. So, dann habt ihr die schon mal da drauf. Und dann kommen wir zu den Bissanzeigern. Da braucht ihr dann zuerst, nehmt euch hier mal so einen Swinger da raus. Vielleicht nicht die übliche Konstruktion. Ich habe mich aber grundsätzlich, ja doch, ich habe mich viel damit beschäftigt. Aber mit dem Swinger grundsätzlich nicht. Ich finde dieses Set auch ziemlich gut, weil wenn ihr nur einen Rodpot kauft, ist da dann halt manchmal nicht hier sowas dabei. Hier habe ich halt alles in einem. Also ich kriege wirklich kein Geld von der Firma. Ich habe die Firma noch nie zuvor gehört, ne? So, dann habt ihr euren Bissanzeiger, euren Swinger hier. Tut ihr beides hier so drauf. Und dann schraubt ihr das einfach fest. Ne? So. Zack. So, und dann kommt halt hier quasi die Rute, die Schnur, und da wird das halt reingehangen, der Swinger reingehangen. Das sieht so aus, als ob da noch was drin blinken könnte. Den kann man aufdrehen. Warte, wir gucken mal. Ja, man kann ihn aufdrehen, aber da ist irgendwie dann danach nichts mehr. Muss ja eigentlich auch nicht blinken. Ah, vielleicht ist das, vielleicht strahlt das Ding hier von denen an, aber das macht auch irgendwie keinen Sinn. Ja, es muss auf jeden Fall nicht blinken, der blinkt dann ja. Dann braucht der, es ist unnötig, wenn der blinken würde. So macht ihr es natürlich auch mit dem hier, den schraubt ihr hier drauf. Und das andere Ding dann auch. Zack. Zack. Und dann ist das ganze Ding eigentlich angelfertig. Ich habe jetzt die beiden anderen Swinger nicht mehr drauf gemacht. Dann müsst ihr die später auch wieder alle einpacken. Das reicht aber auch so. Ne? Ihr braucht eigentlich auch, wenn ihr direkt am Ufer fischt, die Angel direkt vor euch liegen habt, dann braucht ihr gar keinen Swinger. Ne? Das ist halt nur, wenn der Fisch zu euch kommt, dass dann halt, ich weiß nicht, kann man für die Leute, die nicht wissen, was das wirklich jetzt bewirken soll. Der Fisch zieht zu euch und ihr macht die Leine straff, packt die Angel hier rein, macht den Freilauf rein. Oder die Bremse ganz leicht offen oder den Bügel nicht offen. Dann ist die Schnur, hat die eine gewisse Stramme und ihr legt die hier drauf. Wenn der Fisch zieht, zieht er ja die Schnur von der Rolle runter. Das heißt, es piept, läuft hier, der ist noch an, dann läuft das hier übers Rad. Und macht Geräusche, ne? Davon wacht ihr meistens auf. Ist fast wie so ein dämlicher Rauchmelder. Wenn der Fisch dann kommt, die Schnur locker geht, der Swinger da so dranhängt, kommt die Schnur ja so ein bisschen runter, weil der Swinger hat, hängt da dran und kann die Schnur so runterziehen. Dann zieht er die ein bisschen mehr runter, sodass dann auch piept. Vielleicht schwierig jetzt zu verstehen, aber ich hoffe, macht es einfach, ist, wenn ihr in der Mitte vorm See fischt oder direkt auf einem anderen Ufer, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall besser, als die ganze Zeit die Schnur anzufassen. ja, und das war's dann eigentlich auch. Das ist das ganze Ding. Viel wiegt es auch nicht. Wiegt jetzt 3 oder 4 Kilo? Nein, das wiegt 2 Kilo. Gefühlt. Ja, das war's mit dem Video. Würde mich freuen, wenn ihr demnächst auch nochmal wieder vorbeischaut. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wir sind kurz vor den 50 Abonnenten. Würde mich super freuen, wenn wir die demnächst schaffen oder in den Sommerferien jetzt. Das denke ich mal klappt aber. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.